Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamescom auf der PlayStation 3 und heute zeige ich euch mal den Beschusstest eines Panzers, den es ja in GTA 5 gibt. Und da ich ihn online nicht besitze, muss ich ihn euch offline zeigen. Das heißt, wir werden heute mal einen Beschuss machen mit Sprengstoff, mit Waffen. Wir werden mit Maschinenpistolen auf den Panzer schießen und einfach mal schauen, was er so aushält. Dafür packe ich den Panzer mal so. Der Panzer besitzt keine Ego-Perspektive, das heißt, man hat nur die Dritt-Person-Perspektive, aber er ist relativ gut gebaut. Wobei der größte Feind dieses Panzers nicht die Kugeln sind, weil die Kugeln, die machen dem Panzer eigentlich nichts. Beschuss mit einem Sturmgewehr. Feuer frei. Die Kugeln durchdringen die Panzerung nicht. Ich kann selbst auf empfindliche Stellen des Panzers schießen, ohne dass da etwas passiert. Der Panzer ist relativ immun dagegen, muss man wirklich mal so sagen. Aber das ist ja alles schön und gut. Wir können selbst mit der Schrotflinte draufballern. Da passiert nicht besonders viel. Also sehr widerstandsfähig gegen Schrotpistolen, gegen Maschinenpistolen, ja, selbst gegen Uzi-Angriffe. Kugeln machen diesem Teil nichts an. Das sehen wir auch hier nochmal. Gut, nichts passiert. Jetzt fangen wir aber an mal mit dem ganzen Teil. Also wir machen jetzt mal härtere Geschosse. Und zwar die ISIS, die Taliban besitzen natürlich auch RPG-Granaten. Und das wollen wir jetzt mal testen. Sehr weit verbreitet bei Terroranschlägen. Achtung, wir schießen jetzt mit einer RPG-Granate auf den Panzer. Jeder normale Panzer würde kaputt gehen. Mal gucken, ob es der auch macht. Wie ihr gesehen habt, habe ich auf den Panzer geschossen. Und der Panzer hat diese Granate sozusagen gut absorbiert. Ist nichts passiert. Trotzdem, der Panzer, ihr habt jetzt schon ein bisschen Schaden genommen. Er explodiert zwar jetzt noch nicht, aber jetzt machen wir mal was Härteres. So. Das hält der Panzer relativ, hält er auch noch aus. Aber jetzt gehen wir mal an die empfindlichen Stellen. Das ist da hinten. Der Motor. Und jetzt brennt die ganze Geschichte. Und jetzt ist der Panzer eigentlich, kann man sagen, ja, zerstört. Es sei denn, ihr findet irgendwo so ein kleines Becken mit Wasser. Dann könnt ihr den Panzer da reinfahren. Dann hört das Feuer nämlich auf zu qualmen und der Panzer explodiert nicht. Der Panzer hat eine riesige Schwachstelle und das ist einfach Sprengstoff und besonders hinten am Motor. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr mit dem Ding fährt, dass ihr den Motor immer gut schützt. Am besten alles abballern, was ihr seht. Ihr seht, der Panzer ist zerstört. Mit C4 wäre es noch schneller gegangen. Da reicht ein bis zwei Packungen und der Panzer ist weg. Aber klar, C4 ist ja auch richtig hart. Jo, haut auf jeden Fall rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer JudoGamescom auf der PlayStation 3. Ciao. I can flee, I can fly.